Hi Leute, bevor Johnny und ich aus dem Zimmer auschecken, wollte ich euch zeigen, was in der Goodie Bag drin ist. Jeder, der beim L'Oreal Event dabei war, hat halt dieses Goodie Bag bekommen, also von L'Oreal Paris halt. Und da sind 4 Produkte drin, die ich euch zeigen möchte, also die wir bekommen haben. Einmal die 1 Million Seal Mascara. Ihr wisst, ich habe die in Gold, die 1 Million Volume Mascara. Die ist richtig, richtig gut. Und das ist halt mit Schwarz. Und da ist Glitzer, glaube ich, drin. Also Festival de Cannes. Und da sieht man auch ein bisschen Glitzer. Also Schwarz mit Glitzer. Also wenn ihr auf sowas steht, dann ja, wisst ihr, wo ihr das jetzt ja bekommt. Dann hatte jeder auch diesen Caress Lippenstift drin, also einen. Ich glaube, jeder hatte dieselbe Farbe und die sind so gut. Ich liebe die Caress Lippenstifte. Aber das ist, glaube ich, eine neuere Version. Ja, hier seht ihr die Farbe. Das ist einfach nur so ein Peach oder so ein schöner Korallton. Und innen, in der Mitte, ist noch so ein Pflegestift in Weiß. Und das ist, glaube ich, neu, weil ich besitze 2 Caress Lippenstifte. Also diesen Fuchsia Pink. Und da ist dieser Pflegestift noch nicht drin, also sind die, glaube ich, jetzt ganz neu. Und das, also ich glaube, jeder hatte die Farbe 303 drin, falls es euch interessiert. Dann hatte jeder diesen Nagellack drinnen und es ist einfach so ein... Ich mag diese Farbe nicht. Also die ist schon schön, wenn ich die mir jetzt so anschaue, aber ich mag Lila allgemein nicht. Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich mag die Farben halt nicht. Ich weiß nicht wieso. Und zu guter Letzt war halt bei jedem noch drin eine... La Manicure Miracle, keine Ahnung, Repair 7, also wahrscheinlich nur so ein Nagelöl für die Nägel, falls ihr kaputte Nägel habt. Und ich mache das jetzt auf, ohne hoffentlich das kaputt zu machen. Okay. Moment. Aufmachen. Ja, also ist eigentlich ein Nagellack. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Öl, aber das ist irgendwie ein weißer Nagellack. Nö, ist ein weißer Nagellack. Ja, ein weißer Nagellack. Mal schauen, ob er die Nägel wirklich repariert. Da steht 72% Bruch, Splitter und Glatter. 100% Glatter bekämpft 7 Zeichen geschädigter Nägel. Ja, kann man jetzt... bei L'Oreal bekommen. Und dann wisst ihr ja, dass ich die Joanna schminken musste. Also ich musste ihr Gesicht schminken und ihre Nägel. Und dementsprechend haben wir so Produkte zur Verfügung gestellt bekommen. Ey, kannst du mir die Pinsel holen? Das fehlt noch. Ja, wie gesagt, wir haben Produkte zur Verfügung gestellt bekommen. Danke. Und zu einem Pinsel. Und so sehen die aus. Ich wollte die immer haben. Und dann haben wir sie tatsächlich bekommen. Also da ist eine Rouge-Pinsel dabei. Foundation. Das ist, glaube ich, für Concealer, ein Lidschattenpinsel und dann noch so ein Verblender. Und ja, das durften wir alle behalten. Das finde ich richtig, richtig cool, weil, wie gesagt, ich wollte die immer haben. Also, dann habe ich ihr Gesicht geschminkt. Jeder hat die Produkte bekommen. Einmal die Nude Magique BB Cream. Die besitze ich ja selber. Ich liebe sie. Also, das ist ja so weiß mit schwarzen Körnern. Und wenn ihr sie auftragt, dann passt es sich so euer Gesichtsfarbe an. Dann haben sie, glaube ich, ein neues Produkt rausgebracht. Ich glaube, so ein BB-Blush. Und das ist total lustig. Es ist so ein, ich weiß nicht, das ist wie eine Creme, ne? Es ist so Gelee-artig in rosa, so Babyrosa. Und dann verschmiert ihr das, warte. Und dann seht ihr das? Da ist so ein kleiner rosa Film drauf. Und... finde ich auch richtig, richtig cool. Bin schon gespannt, das auszuprobieren. Und es ist eigentlich sehr schön zu aufzutragen, ohne dass es verschmiert. Dann haben wir 2 Lidschattenpaletten zur Verfügung gestellt. Einmal die lilane und einmal die schwarze. Womit wir halt einen Look schminken mussten. Musste jeder die Wimpern tuschen mit dieser Mascara, The Volume Million Lashes Noir Excess. Ich finde diese Mascara richtig, richtig schön. Also ich habe die vorhin getuscht und dieses Auge, also mein linkes Auge, ist natürlich wie immer schöner getuscht. Aber das war echt, alles hat sich wunderbar getrennt und die Länge war auch sehr, sehr schön. Also die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Dann war hier so ein BB Powder Blush, BB...
da war einfach ein Puder drinnen. Und ich habe mir schon überlegt, dieses Produkt zu kaufen und deswegen war ich sehr froh, dass ich das drin hatte. Dann kann ich es testen und euch dann meine Meinung darüber berichten. Also habe ich geplant. Dann war hier noch ein Highlighter drin, als Stift, also ein Highlighter-Pen, ne? Auch sehr schön. Dann war hier so dieser Lipgloss-Lippenstift drin. Also hier ist der Gloss, aber ich glaube, das hat eine sehr gute Deckkraft wie von einem Lippenstift. Und hier hinten ist dann noch dieser Pflegestift. Und ich habe, glaube ich, bei anderen YouTubern gehört, dass es dann sehr lange hält. Also, aber das kriegt Joanna, deswegen kann ich euch nicht mehr dazu was sagen. habe ich mich jetzt verschmiert? Egal. Dann hatte ich hier noch einen Superliner Black Booster. Also der ist wirklich, das ist wirklich so eine fette Spitze. Das ist wie ein Filzstift. Der schwarz, also der gibt sehr gut Farbe ab, aber ich komme mit so fetten Stiften nicht klar. Das kriegt auch Joanna. dann hatten wir zwei Augenbrauenstiften dabei, einmal hell und einmal dunkel. Das ist einmal die Farbe 303 und einmal 302. Normalerweise mag ich es nicht, meine Augenbrauen nachzumalen. Ihr wisst, ich habe das Puder, dieses Kit von Catrice oder den Lidschatten von Catrice. Aber das da, also ich habe mir heute aufgemalt und auch nicht mit Puder drauf. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber das ist ein sehr schönes Ergebnis. Ihr wisst, Essence hat auch solche Stifte, aber die sind so hart. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die so härter sind. Und das da war eigentlich ganz angenehm. Also wenn ihr auf der Suche nach einem Augenbrauenstift wart oder seid, dann könnt ihr mal bei L'Oréal Paris schauen. Und dann, wie gesagt, musste ich ja ihre Nägel machen. Und wir hatten drei Nagellacke zur Verfügung gestellt bekommen. Das waren diese drei hier. Also einmal so ein Blau. Oder das ist so Flieder? Ich weiß nicht, ist es Flieder? So Fliederblau? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall dann noch so ein Dunkelrot. Und dann hier noch so ein Newton Beige. Pastell, nee, nicht Pastell, aber es ist schon so ein Hautfarben-Nude oder so. Ach, egal. Das haben wir auf jeden Fall bekommen. Dann haben wir Topcoats bekommen. Einmal so ein in Glitzer. Der ist sehr, sehr schön. Dann einmal noch dieses Konfetti Schwarz-Weiß, das die Fanny Pilgrim, also sie hat, glaube ich, den Hype auf YouTube verbreitet und ich bin sehr froh darüber, weil ich war immer im DM und dann war es immer ausverkauft. Und ja, jetzt habe ich das hier in der, haben wir das bekommen. Dann war hier nochmal ein Matt-Topcoat, dann noch ein durchsichtigen und dann noch ein schwarz. War schwarz dabei, Nina? Sicher? Ja. Und dann war noch ein schwarzer dabei, aber den habe ich irgendwie nicht bekommen oder so, weil ich es voll vercheckt habe. Und ja, das war auf jeden Fall die Goodie Bag. Vielleicht hat es ja den einen oder anderen weitergeholfen. Ich freue mich auf die Produkte auf jeden Fall. Also Joanna und ich teilen das fair auf. Und ja. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist oder welches Produkt euch mehr interessiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!